Mahlzeit, Freunde. Herzlich willkommen zu 030 Barbecue. Mein Name ist Bobby. Freunde, heute geht's wieder um zwei meiner Lieblingsthemen. Und zwar Grillen und Bier. Das fasst dieses ganze Video eigentlich ganz gut zusammen. Es geht heute eigentlich sogar um Keramikgrillen. Und zwar Planschergrillen auf dem Keramikgrill. Mein einziges Problem ist, ich habe keinen Keramikgrill. Gut, aber ich habe einen Keck und der ersetzt den für das heute Video ganz gut. Denn es gibt was Neues von grillrost.com und zwar eine Halterung für einen Keramikgrill für die Planscher. Und weil ich schon die runde Planscher benutze, die ich auch sehr gerne nehme, machen wir heute auch noch was mit Bier, weil es ja das zweite Lieblingsthema. Also machen wir eine Brauhauspfanne. Ordentlich Nackensteaks, ordentlich Bier, ordentlich Zwiebeln, Knoblauch, Bacon, alle zusammen, was uns glücklich macht. Wenn ihr Bock drauf habt zu sehen, was das neue Ding so kann und wie das ganze Rezept geht, dann bleibt einfach dran. Zack, Zutaten, Freunde, was brauchen wir für unsere Brauhauspfanne? Das ist schon im Namen sehr geil. Jetzt mal mit der Hashtag Brauhaus unten in die Kommentare. Ne? Wir brauchen natürlich erstmal Bier. Damit fangen wir heute auch schon an. Ne? Also ein Bierchen ist am Start. Davon brauchen wir noch ein bisschen mehr, weil es geht ein bisschen was in den Koch und ein bisschen was ins Essen. Oder ein bisschen mehr ins Essen tatsächlich. Wir brauchen Steaks. Ich habe gesagt Nackensteaks. Ich habe hier vier wunderschöne Nackensteaks. Duroc Nackenfleisch hat der Koch. Ihr wisst Bescheid, da macht er nichts verkehrt. Wir brauchen ein wenig Bacon. Prime Bacon. Habe ich schon mal klein geschnitten in kleine Flakes. Wir brauchen ordentlich Zwiebeln. Und zwar hier große weiße Zwiebeln. Da machen wir nachher noch so halbe Ringe draus. Das wird richtig, richtig lecker. Wir haben hier ein bisschen Sojasauce und ein bisschen Worcestersoße. Ha! Hat er richtig gesagt, oder? Wir haben Worcestersoße oder Worcestersoße oder die namenslose Soße ohne Namen. Ich habe keine Ahnung. Nennt die, wie ihr wollt. Wir brauchen noch ein bisschen Dekoration hier. Frühlingszwiebeln und so ein paar getrocknete Zwiebelchen und ordentlich Knoblauch. Etwas neutrales Öl und dann Gewürze von der Spice Bar. Da arbeiten wir heute mit wilden Thymian, Icke und Atze. Und das war schon der Software-Part. Es folgt sofort der Hardware-Part, denn ich habe gesagt, es gibt was Neues von grillrost.com und wir müssen das Ganze ja auch auf der Plansche jetzt heute irgendwie hinkriegen und zwar auf dem Kohlegrill. Aber erstmal... Den machen wir jetzt schon? Ne, wir machen Hardware. So, Freunde, Hardware. Ganz, ganz viele von euch feiern die runde Planscher, die neue runde Planscher von grillrost.com. Weil das ist wirklich ein geiles Gerät und ein kompletter Allrounder auf jedem Grill. Aber der Matthias von grillrost.com kriegt ganz, ganz viele Nachrichten von euch oder hat ganz viele Nachrichten bekommen. Wie kann ich denn das machen jetzt auf dem Keramikgrill? Gibt es da eine Halterung für? Wie mache ich das am besten? Wie kriegt das Ding gut unter? Und da ist Matthias ja nicht faul und hat was gebaut. Und zwar eine Universalhalterung. Zack! Für Keramikgrills und zwar für so ziemlich jeden Keramikgrill verstellbar stufenlos zwischen 43,5 und 65 cm. Straft mich Lügen, wenn es jetzt nicht stimmt. Also passt auf Kamado Joes, auf Monolith, auf die großen Big Green Eggs rauf. Ihr könntet hier, guck mal, ne, habt da so ein Schräubchen dran, schraubt er euch auf und dann zieht er das Ding auf genau die Größe, die er braucht. Ich habe jetzt keinen Keramikgrill, aber um euch das zu zeigen, habe ich ja einen wunderschönen Keck, der ist ja so ähnlich, also kommt mal rum. Der Keck ist am Start und hier habe ich gerade aus dem Off gehört, 62 cm als Maximum. Aber das reicht dann für die, also so gut wie für jeden Keramikgrill sollte das Ding eigentlich passen. Und das stellt ihr euch ein auf das entsprechende Maß, was ihr braucht und dann legt ihr das auf und dann habt ihr hier eine Halterung. Und zwar, zack, runde Planscher, passt perfekt. Schön, oder? Also, Halterungsprobleme sind aus der Welt geschafft. Super. Gefällt mir schon mal sehr gut. Ihr wisst, grillrost.com schafft für alle eine Lösung. Also gerne mal auschecken bei den Jungs, was da so gebrauchen könnt. Der Link ist ganz oben in der Infobox. Da kommt auch noch eine Kleinigkeit. Aber wir machen erstmal weiter. No. Habe ich irgendwas vergessen? Ich denke nicht, wa? Ansonsten fügen wir das noch im späteren Verlauf dieses wunderschönen Videos ein. Also erstmal Prost auf euch. Prost auf grillrost.com, auf die neue Halterung und Prost auf die Brauhauspfanne. Dann auch zur Brauhauspfanne. Auf der neuen Plansche, auf der neuen Halterung schmeckt jedes Bier besser. Aus dem 030 Barbecue Glas. Werbung Ende. Los geht's. Ja, schnelle Endvorbereitung, Freunde. Das meiste haben wir eigentlich schon klein. Knoblauch hatte ich schon mal vorbereitet. Frühlingszwiebeln auch. Wir müssen jetzt noch unsere großen Zwiebeln hier machen. Also habe ich die einmal halbiert und jetzt habe ich gesagt, wir brauchen so halbe große Ringe. Also hier Zwiebeln schneiden ohne Weinen. Ne, Gefu regelt. Also mal schnell alle Zwiebeln hier rüber gezogen. Auch so, als kleiner Tipp nebenbei, wenn ihr nur so halbe Ringe machen wollt, dann lasst die Blüte oben dran, ne? Also die kleinen Härchen hier. Oh, das ist ja nicht süß. Ist ja nicht ein süßer kleiner Zwiebelkopf. Dann fallen die nicht gleich auseinander. Ne? Lässt sich dann deutlich besser schneiden. Also halbe Ringe machen. Guck mal, Freunde. Das waren jetzt mal fix vier große Gemüsezwiebeln.
Ich rechne da pro Nackensteak so immer eine große Zwiebel und ich denke, wir haben jetzt hier einen großen Berg, aber wir haben auch eine große Plansche und Zwiebeln könnt ihr nie genug haben, genauso wie Bacon und Bier und sowas. So, Vorbereitung abgeschlossen, los geht's. Oh, der Nachbar beglückt uns mal wieder mit Gartenarbeit, ich freue mich sehr, der kriegt heute auch wieder nichts zu essen. So, Plansche ist drauf, Grill ist an, die kommt jetzt auf Temperatur, denn wir brauchen ordentlich Hitze für die Plansche. Und jetzt Vorbereitung von unseren Steaks. Ist jetzt das Letzte, was wir machen müssen. Das ist aber ja kein Problem. Damit machen wir nämlich gar nichts eigentlich, außer ein bisschen Ecke ranbringen. Also einfach ein bisschen vorsalzen von beiden Seiten. Das reicht uns für diesen wunderschönen Duroc-Nacken auch völlig aus. Mehr braucht er nicht an einem guten Nacken. Ne? Gepfeffert wird nachher noch ein bisschen und dann schwimmt das alles in dieser geilen Biersoße rum mit den Zwiebeln und dem Knoblauch. Und das wird richtig, richtig lecker. Also vorwürzen und wenn die Plansche dann Temperatur hat, dann geht es auch schon los. Ich freue mich. Ja, kurzer Zeitsprung, ein paar Minuten später. Unsere Plansche sollte jetzt Hitze haben. Ja, die Halterung macht sich sehr gut, ist eine gute Höhe auch. Ja, so ein bisschen neutrales Öl. Ja, guck mal, was da schon passiert. Und dann geben wir mal unseren Steaks ein wenig Kruste. Ne? Wir wollen ein paar Röstaromen haben. Also einfach mal schön rauf. Ihr wisst, diese Plansche-Geschichten sind auch Steakmaschinen. Also, kurz liegen lassen und dann mal drehen und gucken, ob wir es schön gemacht haben. Sekunden später, Freunde. Sekunden. Naja, oder vielleicht waren es ein, zwei Minuten, aber guckt euch das an. Zack. Wunderschön, oder? Und wenn die schön Farbe haben, dann werden die einmal gedreht und wir machen das Gleiche einfach mit der zweiten Seite. Oh, ist das schön. So, und wenn unsere zweite Seite auch ein bisschen hier Röstaromen gekriegt hat, dann kommen die jetzt ab in eine Schüssel, nehmen wir alle mal runter und dann geht's weiter mit dem Bacon. Jetzt mal mit der Hashtag Bacon unten in die Kommentare. Ah, das Gute ist, wir haben jetzt hier schon einen ordentlichen Ansatz drin. Das ist alles Geschmack, Freunde. Und jetzt Bacon. Ruf da und der darf jetzt auch mal ein bisschen auslassen hier. Oh, herrlich. Der Duft alleine ist schon eine Genugtuung. Und das zusammen mit Bier, ein Traum, Freunde. Ja, geil. So, Knoblauch dazu. Ja? Der darf jetzt auch mit rein und dann gleich die Zwiebeln hinterher. Wir haben ja ordentlich Zwiebeln. Die dürfen jetzt auch mal ein bisschen Hitze hier kriegen. Ja. Passt das? Ja, das passt. Leicht mal einfallen lassen hier. Ah, und das geht auch fix, Freunde. Die Zwiebeln sind schön eingefallen, haben eine richtig geile Farbe. What a beautiful color. Ja. Take a little brush, paint a little tree. Wer ist das, Freunde? Einmal bitte unten in die Kommentare. Und jetzt geht es auch schon ans Würzen. Die haben jetzt schon ordentlich Würze durch den Bacon und durch den Knoblauch. Aber jetzt geht es weiter mit... Sojasauce, zack, Worcestershire-Sauce, ja, für den speziellen Kick, dann Thymian, ordentlich, ja, das ist ein bisschen Stauben hier, den Thymian, braucht er nicht sparen, zack, dann geht der Arzt drauf, und ordentlich Icke. Sehr schön. Und das jetzt nochmal alles heiraten lassen, schön zusammenfügen. Da kommt ein Duft raus und ihr könnt das schon schmecken, oder? Ihr könnt das schmecken. Ein absoluter Traum. So, riecht gut, sieht gut aus, schmeckt das auch gut. Dann komm. Zwiebelliebe. So, final. Hochzeit, Bier, los geht's. Ah, so, Bierchen, Freunde, Marke ist egal, da könnt ihr nehmen, was ihr wollt. Ich nehme Pilz, ihr könnt da wirklich ein Schwarzbier nehmen oder sonst irgendwas. Und zweites Highlight des heutigen Tages, der Siegelring von grillrost.com. Unheimlich dekorativ, passt auf jeden Finger, könnt ihr auch einen Heiratsantrag mitmachen. Und das Praktischste, ihr macht einfach ein Bierchen auf. Ne? So, da gehen jetzt rauf, ich würde sagen, ja, 06er haben da schon Platz. Ne? Also einfach mal schön aufgießen hier. Ja. Nummer 1 und Numero 2. Zack. Auch noch dazu. Zündet den Tornado. Sehr schön. Und das lassen wir jetzt mal ganz kurz 2-3 Minuten einkochen. Also, das ist ein lecker Söschen, Freunde. Oder hier entsteht ein lecker Söschen. Können wir schon mal probieren. Ist geil. So, das ist der richtige Zeitpunkt, um unsere Nacken wieder da einfliegen zu lassen. Wartet. Also schnappt euch die einfach und drückt die hier so ein bisschen unter die Zwiebeln runter, damit die einfach noch Platz haben. Hier hätten auch noch 2-3 Nacken mehr reingepasst tatsächlich. Aber wir sind heute gar nicht so viele Leute. Deswegen reicht das so völlig aus. Also die buddelt euch hier schön unter. Ja, und dann wird der Deckel geschlossen. Und dann geht es nochmal für 10, 15 Minuten hier in die Garphase quasi. Also, Deckel zu
Und dann sehen wir uns auch gleich zum Futtern. Na, zack, Zeitsprung, Freunde. Eine Viertelstunde später, pssst, unsere Nacken hatten Zeit, betrunken zu werden. Und jetzt, oh, guckt euch das an. Genau so soll das aussehen. Das duftet fantastisch. Und ich würde sagen, ja, wir machen jetzt mal einen Teller fertig. Und dann sehen wir uns gleich zum Probieren. Ich hab Hunger. Guckt euch das an. Ein Traum an Duroc-Nacken, oder? Zwiebeln, Bacon, Fleisch, saftige Soße. Fertig machen, Enddekoration, Brötchen ran. Ja? Ein paar Frühlingszwiebeln. Wir wollen ja noch ein bisschen was Grünes dabei haben. Und ein paar getrocknete. Und das, Freunde, ist mein Brauhaus-Fännchen-Steak. Wie auch immer. Meisterklasse, würde ich sagen. So, probiert. Ja. Und am Ende kann ich viel quatschen, aber ich muss ja. Ich muss kosten, ne, Freunde? Brauhauspfanne in Perfektion. Ich schneide mir jetzt einfach mal was ab hier. Das ist jetzt natürlich durch das Bier auch schön mürbe geworden. Oh, und heiß. Genießen. Oh, super, super lecker. Ich würde sagen, Freunde, das ist mal ein Nacken. In ein bisschen anders und in ein bisschen sehr geil. Lass mich mal kurz essen. Ja, also super, super lecker. Ihr habt gesehen, super, super einfach und mit der neuen Halterung auch auf jedem Keramikgrill. Locker machbar auf der geilen Plancha. Freunde, wenn euch dieses kleine Video gefallen hat, dann macht das unbedingt nach. Ballert Kommentare über ein Like und Abo, mich freuen. Facebook ballern, Instagram ballern, unseren Shop auschecken, ihr wisst Bescheid. Das war Bobby 030 Barbecue. Brauhaus-Vibes. Ich bin draußen. Wir sehen uns am Grill. Ich muss essen. Boah.